Ich habe teilweise Anrufe von Geschädigten, die erzählen dann so, was so passiert. Im Laufe des Gesprächs stelle ich dann eigentlich fest, das ist aber schon ganz schön massiv, dass man zum Beispiel gar nicht mehr normal das Haus verlässt, ohne erstmal nach links und rechts zu gucken. Wir reden ja im Alltag manchmal davon, dass wir andere Leute stalken, wenn wir versuchen, was über die rauszufinden oder versuchen wollen, die zu treffen. Wir meinen das ganz scherzhaft und eher lustig. In Wirklichkeit kann Stalking aber eine Tat sein, die die Opfer ganz schön leiden lässt. Ich habe mich deswegen mit Sonja Nolte, Kriminalhauptkommissarin Sonja Nolte, getroffen vom Opferschutz der Polizei Wuppertal, die uns ein bisschen was davon erzählen kann. Man spricht umgangssprachlich von Stalking. Der Strafrechtstatbestand heißt die Nachstellung und das ist seit 2007 tatsächlich schon im Strafgesetzbuch verankert, ist noch mal vor etwa 2 Jahren novelliert worden. Das heißt, wenn ein Täter Einfluss nimmt durch gewisse Handlungen in den Lebensbereich des Opfers und dieses dann maßgeblich in seinen Handlungen, auch in seiner Freiheit oder einschränkt, dann sprechen wir von der Nachstellung. Das ist mittlerweile ein Offizialdelikt. Das heißt, wenn die Polizei davon Kenntnis bekommt, muss sie es von Amts wegen verfolgen. Die Betroffenen schämen sich teilweise auch, sehen dann eher die Fehler bei sich oder denken, sie werden nicht ernst genommen, dass man ihnen nicht glaubt, weil manches ja auch passiert, wenn es keine Zeugen gibt. Und grundsätzlich würde ich sagen, dass es jedem passieren kann. Also sowohl Ihnen als auch mir kann es passieren. Es muss auch nicht unbedingt immer eine persönliche Vorbeziehung geben. Teilweise reicht es, wenn die nachstellenden Personen ein Foto von jemandem sehen und sagen, das ist mein Traummann, meine Traumfrau, die suche ich jetzt auf. Anzeigenerstattung ist auf jeden Fall hilfreich. Die Polizei kann dann zum Beispiel unmittelbar eine Ansprache bei dem Nachsteller machen. Dann wird dem mitgeteilt, es gibt eine Anzeige, wir wissen, was vorgefallen ist und fordern die Person auf, das alles zu unterlassen, jegliche Kontaktaufnahme zu unterlassen und jegliche Übergriffe, welche natürlich sowieso verboten sind, aber das wird den Betroffenen noch mal genauestens gesagt. Mit einer Anzeige kann man zum Beispiel auch ein Näherungsverbot beantragen. Das sollte man dann relativ kurz hintereinander machen und je nachdem, wie gravierend die Übergriffe sind, wird das auch dann bei Gericht genehmigt. Wir raten dann des Weiteren noch jegliche Kontaktversuche zu ignorieren. Wir empfehlen, ein Stalking-Tagebuch zu führen. Da gibt es nebenbei noch eine sehr gute App vom Weißen Ring, die heißt No Stalk. Da wird man gut unterstützt in der Dokumentation von jeglichen Vorfällen, also sei es Anrufe, sei es man hat ein Foto gemacht und kann das alles ganz gut und übersichtlich abspeichern. Also zusammenfassend kann man sagen, nichts zu machen hilft auf jeden Fall nicht. Ich muss mir Hilfe holen, mein Umfeld informieren, Anzeige erstatten. Und dann merkt auch mein Stalker, meine Stalkerin, oh, die wehrt sich. Und das kann schon reichen, um dieses Nachstellen dann unattraktiv zu machen, dass es dann aufhört. Das ist also ganz wichtig. Denn wenn ich ruhig halte, dann macht der oder die Betroffene weiter, weil sie ja keine Gegenwehr zu erwarten hat.